So muss das. So, Herr Pförtner, jetzt sagen Sie mir doch mal, wie ich hier vorwärts kommen soll. Es gibt keinen Weg nach oben. Ja, aber um die Steuerelektrik auf dem Aufzugdach zu reparieren, brauche ich da irgendwie was, womit ich da hochkomme. Und ich habe ja hier nichts. Wobei, warte mal. Kann ich das Seil dafür irgendwie nehmen? Handy-Games? Nicht wirklich. Ich wüsste nicht, wie... Bringt uns auch nicht weiter. So hoch. Kann man das benutzen? Ist doch in Ordnung. Na gut. Ach, bringt uns alles nichts. Na, ich will ja jetzt erstmal hier die Sachen machen. Da brauche ich erstmal nichts anderes. Kann ich das Seil mit dem Gebäude benutzen? Ja, da musste hin. Alles klar. Kann ich das Bild mitnehmen? Nee, es hängt gut an der Wand. Okay. Das heißt, wir haben nur zwei Räume, wo wir was machen könnten. Das eine ist die Kantine, das andere ist der Keller. Im Keller steht die nette Dame, die gesagt, diese die Klimaanlage repariert hätte. Und sich aber auch nicht immer so... Oh, da ist ja jemand Neues dazu gekommen. Wer seid ihr denn? Hallo? Erstmal gucken. Sie unterhält sich gerade angeregt mit ihrem Kollegen. Besser, ich störe die beiden nicht. Natürlich störe ich die beiden. Für was haben sie die denn da hingetan, wenn du die nicht stören darfst? Ja, gerade hier im Haus. Prima. Hier geht heute alles drunter und drüber und ich sitze hier nur so herum. Ist eigentlich wie es scheint. Ja. Ich bin hier, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Da haben sie ja noch einiges vor. Wenn nichts dazwischen kommt. So hört sich mein Onkel auch immer an. Hat er Jahre, bis dieses Haus endlich fertig war. Was hatte ihr Onkel denn mit diesem Gebäude zu tun? Er war Architekt und hat dieses Gebäude entworfen. Aber so interessant ist das nun auch wieder nicht. Halt sich schon die ganze Zeit von der Arbeit ab. Ich möchte aber mehr erfahren. Okay. Okay, sagt aber sonst nichts. Gut, wir haben jetzt da nur noch mal eine neue Info bekommen. Eventuell kann man mit ihr unten auch noch mal was reden. Vielleicht sagt sie dann auch noch mal was Neues. Ne, jetzt ist sie weg. Der Regler sieht beschädigt aus. Was hätte denn diese seltsame Technikerin eigentlich gemacht? Benutze Werkzeug mit Klimaanlage. Ist sabotiert worden. Das bringe ich schnell in Ordnung. Kein Problem. Die Installation warentechnischer Gebäudeausrüstung lernt man bei Telekom in der Ausbildung Energieelektroniker. Nee, Energieelektronik. Gut zu wissen. Also heißt das, die hat das alles gelernt, oder wie? Jetzt wieder einwandfrei. Gelernt ist gelernt. Super.
Hoffentlich werden wir da jetzt nicht eingesperrt drin. Oh, und da kriegen wir eine Leiter. Ein etwas älteres Modell. Sie scheint aber noch in Ordnung zu sein. Die Spuda können wir nicht anschauen. Können vielleicht noch nützlich sein. Zum Wartungsraum. Wir nehmen mal die Leiter mit. Und die Satelliten... Ah, okay, die ist zu schwer, um sie ständig mitzutragen. Dann gehen wir mal in den Wartungsraum. Ach nee, da kommen wir nur wieder zurück. Na, wenigstens wird es jetzt ein bisschen kühler. Weil wir haben ja die Klimaanlage repariert. Obwohl das nicht unsere Aufgabe war, aber... Wobei, stellt euch das mal vor, ihr könnt so einen Telekom-Mitarbeiter einfach zu euch nach Hause einladen. Und der macht dann einfach die ganzen Sachen, ja, die einfach eigentlich nichts mit dem zu tun haben, was er eigentlich machen sollte. Finde ich super. Richtiges Allround-Talent. So, jetzt können wir auf den Aufzug, aufs Aufzugsdach. Die Leiter ist eine Leiter. Was sollte sie auch sonst sein? Ja, danke. Benutze Leiter. Das Dach ist noch geschlossen. Ja gut, dann öffne Decke. Leiter. Ja, Telekom-Service. Steuerelektrik. Das sieht ganz so aus, hätte jemand mit Absicht die Kabel abgerissen. Diese seltsame Technikerin vielleicht. Benutze rotes Modul mit das. Ich wüsste nicht wie. Ich dachte, du kennst dich mit allem aus. Das habe ich schnell repariert. Was? Okay, funktioniert wieder. Finde ich toll. Kann ich... Warte. Warte. Schließe Decke. Nimm Leiter. Und dann Konsole. Ab in den ersten Stock. Erstmal hier reingucken. Was es hier so gibt. Kopiere. Ach du meine Güte, gibt's hier viel. Oh, wieder ein Bild. Ein Walfisch im Meer. Ich liebe Tierbilder, ja. Oh, oh, oh. Die Lichter kaputt. Schrauben locker, kein Kettenschutz. Vorderbremse gerissen, Pedale ausgeleiert, Speichen angerostet. Nicht auszudenken, was mit so einem Drahtesel auf der Straße passieren kann. Dieses Vehikel sollte man eigentlich sofort aus dem Verkehr ziehen. Oder du nimmst einfach deine mächtigen Werkzeuge und... Oh. Hey, sieh da. Ups. Was fällt Ihnen überhaupt ein? Ende weg von meinem Fahrrad. Ich lasse das lieber bleiben. Da wollte ich mal nett sein und es reparieren. Und das ist der Dank dafür. Wie hat das überhaupt mitbekommen? Ich sollte ihn öffnen, um nachzusehen, was da fehlt. Wieder fehlt was. Oh Gott. Hier fehlt Papier. Ja, wenigstens brauche ich kein Papier mehr zu suchen. Kann man das Papier hier nehmen? Warum mitnehmen? Ach so, kannst du sofort benutzen. Na dann, benutze Papier mit. Da, okay. Hier fehlt der Toner. Na gut, einen Toner haben wir noch keinen. Müssen wir mal gucken, den kriegen wir sicher auch noch. Telefonanlage. Blau, ein blaues Modul. Verteil für einen Verteilerschrank. Dann nehmen wir mal das blaue Modul und das gelbe. Ja. Kannst du das nicht auch nehmen? Ach, das war weg, weil ich es einmal angeklickt hatte. Dann betrachten wir mal einen Verteilerschrank. B1A3U4, oh Gott. Der Steckplatz ist leer. Ja, aber ich... Okay, ich habe keine Ahnung, wie man das da reinstecken muss. Ich bin leider nicht von der Telekom, deswegen kann ich das nicht sagen. Ich kenne mich da nicht aus. Gehen wir mal zur Buchhaltung. Die meckern bestimmt rum, dass der Kopierer nicht funktioniert. Buchhaltung besteht aus einer Person. Da steht ein Monitor. Dann schau doch mal drauf. Ach so. Akten.
Ganz schön viele Ordner. BTX-Terminal. Da kann man Informationen abrufen, Bestellungen aufgeben und noch einiges mehr. Kugelschreiber. Kann ich den klauen? Ich brauche den bestimmt. Den Kuli könnte ich vielleicht brauchen. Wenn ich den nehme, wird er sauer. Nee, er hat's gar nicht gemerkt. Er sieht sehr gestresst aus und halb verhungert. Naja, meine Güte. Soll er mal. Guten Tag, ich komme von der Telekom. Sind Sie der Buchhalter? Sie haben aber ein schönes Beruf. Büro. Ja, bitte. Sind Sie der Buchhalter? Ja. Sie haben wohl sehr viel zu tun, allerdings. Müssen Sie die ganze Buchhaltung alleine führen? Ja. Heute ist so viel zu tun, dass ich noch nicht einmal Zeit hatte, etwas aus der Kantine zu holen. Ich habe so Hunger auf eine Pizza. Okay. Das war das Stichwort. Wir müssen Pizza für ihn holen. Damit er uns mag. Machen wir das doch gleich mal. Ein schönes Landschaftsbild. Leider ist da kein Meeresgetier drauf. Wir wissen ja, sie mag Meeresgetier. Da mal ganz kurz nochmal nach unten. Und gucken, ob wir Pizza bekommen. Ich glaub's nicht. Ist ja auch alles so ein bisschen eventbasiert. Je nachdem, wen man da angesprochen hat, passiert halt was. Nee, Doppelklick, um schneller hinzugehen, gibt's nicht. Das heißt, wir dürfen uns das entsprechend immer angucken. Die tollen Laufwege. Da ist jemand mit Pizza. Was möchte diese Person? Ist das überhaupt Pizza? Keine Ahnung. Gucken sie uns einfach mal an. Hups. Spinatauflauf mit. Keine Ahnung, was das für schwarze Knollen sind. Hauptsache gesund. Lieber nicht, ich möchte ihn nicht stören. Also es gibt wahrscheinlich keine Pizza hier. Oh, das ist jetzt natürlich doof. Wie sollen wir an Pizza kommen, wenn es da keine Pizza gibt? Das Bild kann man sich nicht angucken. Ah, okay, dann würde ich sagen, erstmal in den zweiten Stock fahren. Im ersten gibt es ja nichts mehr. Da wissen wir halt nur, dass wir eine Pizza brauchen. Zwei. Was gibt's hier so Schönes alles? Ein Bild wieder. Sieht ein wenig abstrakt aus. Direkt hässlich. Sag doch sowas nicht. Ein großer Baum, stark und gesund. Leider gibt es nicht mehr viele von der Sorte. Zum Labor. Ich finde es schön, dass wir einfach überall hier reingehen können. Ohne, dass es irgendjemanden groß juckt. Ziemlich viel Hightech, Messgeräte, Sonden und was man sonst so braucht. Immer schön Hände waschen. Es ist schön sauber. Programmiererin. Ja, weil Programmierer sitzen immer in irgendwelchen Laboren. Merkt euch das. Sie scheint sehr beschäftigt zu sein. Ein Grund, sie anzusprechen. Vielleicht gibt es später noch ein Gesprächsthema. Okay. Also mit ihr haben wir jetzt aktuell nichts zu bereden. Die bemerkt uns auch gar nicht. Die ist da irgendwie am, weiß ich nicht, Ultra-Programmieren oder so. Dann auf in den dritten Stock. Irgendwie fällt die Tür nicht auf, wenn ich in dieses Stockwerk will. Muss ich mir wohl einen anderen Weg suchen. Okay, dritte Stock gibt's nicht, dann ab in den vierten. Botenjunge. Der Botenbengel. Sitzgruppe. Anscheinend aus Kunstleder. Brav. Der scheint ganz in ein Videospiel vertieft zu sein. Kannst du mit dem reden? Aha, Klotz. Klotztris. Macht Spaß, was? Hier, versuch doch mal. Danke, habe ich jetzt keine Zeit.
Was spielst du? Ey, wir haben es doch gerade gesehen. Klotztriss, ja? Macht Spaß, was? Versuch doch mal. Oh nein, wir sind gefangen. Welche Stufe? Schwierigkeitsstufe 4. Aber ich habe auch erst gestern angefangen. Dann hast du ja noch was vor dir. Klotztriss. Ist keine Zeit. Kann ich ihn das wegnehmen? Nee, kann ich nicht. Gehen wir erstmal ins Vorzimmer. Fax geht ziemlich modern, damit kann ich faxen. Hey, ziemlich gut aufgemotzt die Kiste. Den muss ich mir doch gleich mal ein wenig näher ansehen. Aha, großer Monitor. Tintenstrahldrucker. Towergehäuse. Das will ich mir nochmal von hinten ansehen. Seriell, parallel, Soundkarte, Gameport. Gameport? Und sogar ein internes Hochleistungsmodem. Ja, wo kommen wir denn da hin? Damit kann ich Daten ausdrucken. Ach du meine Güte. Der Gameport. Feuerleiter. Da hängt ein Schild. Vorsicht, Lebensgefahr. Wegen Baufälligkeit darf die Feuerleiter vorläufig nicht betreten werden. Ist egal, benutzen wir es. Ja, okay, dürfen wir nicht. Ja. Ich hoffe, du hast auch ein Hochleistungsmodem, Ryu. Wer ist denn da jetzt schon wieder? Sind die auch wieder zu... Ich glaube kaum, dass er bei ihr landen kann. Wenn eine Frau höfliches Desinteresse signalisiert, sollte man besser den Mund halten. Was er da alles von sich gibt, kann ich nicht so recht glauben. Versucht wohl gerade mächtig Eindruck zu schinden. Naja, probieren wir es mal. Ja, natürlich, die mischt sich nirgendwo ein. Ah, dann guckt das Bild ein. Walfisch kennen wir aber schon. Der Sesel. Die D1-Karte. Da liegt sie. Sieht bequem aus. Diese D1-Karte kann ich mit dem Funktelefon zusammen verwenden. Unterlagen. Die gehen mich nichts an. Nimm dir die D1-Karte. Schnell, bevor sie was merkt. Oh, es hat geklappt. Benutze Sessel. Nichts da. Wir haben hier doch was zu tun. Nimm Unterlagen. Kann sie bestimmt nicht machen. Gehören mir nicht. Dann guck dir mal die Geschäftsführerin an. Sie macht einen ziemlich nervösen Eindruck. Red doch mal mit ihr. Ja. Guten Tag, ich komme von der Telekom. Sie müssen die Geschäftsführerin sein. Hallo, wie geht's? Nein, ich bin von der Telekom. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Derzeit befinde ich mich in einer misslichen Lage, da im ganzen Gebäude Probleme mit unserer Technik auftreten. Das kriegen wir schon wieder hin. Das dürfte kein Problem sein. Gibt es sonst noch etwas, was ich wissen müsste? Ja, es ist wichtig für unsere Stiftung, dass die für heute angesetzte Videokonferenz stattfindet. Dazu muss allerdings die komplette Technik instand gesetzt werden. Durch den Ausfall unserer Telekommunikationsanlage war es uns bis jetzt noch nicht möglich, die Teilnahmebestätigungen für die Konferenz an die Teilnehmer aus Tokio, Moskau und New York zu faxen. Bitte schön, hier gebe ich Ihnen die Teilnehmerliste. Bitte was? Sie sind Einladungen an die verschiedenen Konferenzteilnehmer. Ich sollte sie als Fax verschicken. Das ist die Liste mit den Fax- und auswärtigen Konferenzteilnehmern. Okay. Die letzte Nummer ist unleserlich. Natürlich ist die unleserlich. Nun, wie kommen Sie voran? Sie wissen ja, uns bleibt nicht viel Zeit, also ich brauche Ihnen wohl nicht noch einmal zu erklären, von welcher Wichtigkeit die geplante Videokonferenz ist. Sicher, ich gehe da mal wieder. Und tschüss. Die Very Important Videokonferenz. Und jetzt sind die wieder weg. Wobei, kann ich erst nochmal hier kurz rein und gucken? Vielleicht hat sich irgendwas geändert. Ne, hier ist ja der PC.
kann ich hier benutze. Leitung scheint tot zu sein. Kein Betriebssystem auf der Festplatte. Es muss jemand gelöscht haben und bestimmt nicht aus Versehen. Eine Systemdiskette. Eine Systemdiskette! Oh Gott. Oh Gott. Gehen wir mal wieder.